Ja, Servus Eros, Servus Lau. Herzlich willkommen zur Room Challenge. Die Regeln haben wir euch ja bereits erklärt. Irgendwelche Fragen noch hierzu? Keine Fragen. Eros? Nee? Nee. Nee, alles gut. Hervorragend. Sehr gut. Schwarz steht für Lau, weiß für Eros. Und dann beginnen wir auch schon mit der ersten Frage. Wer von euch beiden hat den besseren Modegeschmack? Ah, die erste Übereinstimmung ist doch perfekt, geht das hier los. Ja, das kann Du ich nicht hast. abstreiten. Das Ding ist halt, du hast halt gar keine. Deswegen, ich komme einfach immer gechillt vom Dreh. Ja, aber so habt ihr immerhin den ersten Punkt. So, Frage Nummer 2. Wer von euch beiden würde als Torhüter mehr Bälle halten? Hat er das schon? Ja, hat schon. Und ein weiterer Punkt. Machen wir Das selber, ne? Katze. guter Start für euch beiden. Wer von euch beiden ist der schlechtere Verlierer? Und erneut eine Übereinstimmung. Ja, man sieht schon, da haben sich wieder zwei fürs Zimmer gefunden. So. Wer von euch beiden hat die bessere Frisur? Hast du schon? Ja. Ja, was hat schon? Warum bist du so schnell? Ich muss nicht lange So überlegen. deutlich. Musst du wissen. Du bist eine Drecksau. Das, was ich jetzt mache, kommt eh. Da haben wir den ersten Fail des Tages. Da seid ihr euch nicht einig. Sei ehrlich, ich bin frisch, aber egal. Hast du deine Haare gemacht? Heute nicht, alles andere als das. Das ist es halt. So, Frage Nummer 5. Wer von euch beiden braucht länger im Bad? Ah, ihr habt euch wieder gefunden, hervorragend. So. Frage Nummer 6, kommen wir auch mal ein bisschen zum Fußball. Wer von euch hat den besseren schwachen Fuß? Ja, hervorragend läuft das und schon wieder ein So eine Punkt. dankbare Frage. Ja, habe ich dir gegönnt. Ja, aber es muss auch solche Fragen geben. Ja. Wer von euch beiden hängt mehr am Handy rum? Generell oder im Trainingslager? Generell. Boah, und erneut eine Übereinstimmung. Ihr marschiert hier ganz schön vorweg. Kann, glaube ich, keiner schlagen. Ja, schwer. Das eingespieltes Team. Das sieht man. Ich. So, Frage Nummer 8. Wer von euch beiden achtet mehr auf Pünktlichkeit? Ah, und wieder eine Übereinstimmung. So, Frage Nummer 9. Wer von euch beiden hat den besseren Humor? Eine Übereinstimmung. It's a match. So, und dann Da kommen wir habe ich auch. aber nur taktisch gedacht. Darf man? Der Punkt gibt dir recht. So, und Frage Nummer 10. Ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Frage leicht zu beantworten sein könnte. Wer von euch beiden hat den Aufstieg mehr gefeiert? Das ist dann leider doch kein Match, da habe ich mich wohl getäuscht. Ich hab Mitte. Was hast du? Mitte? Ja. Ja, war schwer, Habe ich aber nicht dran gedacht, da wollte ich nicht drauf eingehen, ich habe es aber gemacht. ist okay. Weiß? Ja, ich, Ja. kann man halt. Ja, Kann so man so und sehen. so sehen. Ja. So, dann bedanke ich mich bei euch. Ihr habt 8 von 10 Punkten erreicht. Das Eine sollte reichen, hervorragende solide. Leistung. Sollte reichen, solide. Ja. Ja, bis jetzt seid ihr zusammen mit den anderen beiden führend. Wir haben allerdings auch Die erst zwei waren auch, die haben Teams. auch 8. Haben auch 8. Ja, da kommen aber noch welche, glaube ich, die packen das nicht. Nee, da bin ich mir auch relativ sicher. Also, ihr seid safe Habt vorne ihr dabei. dieselben Fragen denen auch gestellt oder Nee, andere? die Fragen variieren immer leicht, aber sind natürlich perfekt aufeinander abgestimmt, dass alle Fragen gleich schwer sind. Okay, sehr gut.
Top. Dann vielen Dank. Danke. Wir haben zu danken.